Moin, moin, meine lieben Mit-Division-Agenten und mal wieder herzlich willkommen zu einem neuen Guide von mir. Ich stehe des Öfteren im PvP-Kampf, im Zweikampf und verliere diesen dann, weil ich gefühlt stundenlang zum Nachladen brauche. Und um dieses Problem zu umgehen, dachte ich mir, holst du mal folgendes Set aus der Asservatenkammer. Jammed. Raspberry. There's only one man who would dare give me the raspberry. Lone Star! Ja, ihr habt richtig gehört, es geht um das Lone Star Set. Also den einsamen Helden. Und das Ganze aber nicht mit einem MG oder einer Schrotflinte, wofür das Ganze ja eigentlich gedacht ist, sondern mit zwei Sturmgewehren. Ich habe das Ganze natürlich auch mit den MGs getestet, vom L86 bis zum MG5. Das war okay, aber das bessere Ergebnis kam mit den Sturmgewehren raus. Und reden wir nicht mehr lange drum rum, hier ist das Set, was ich mir zusammengebastelt habe. Wir haben hier natürlich vier Teile vom Lone Star, damit das Ganze auch Sinn ergibt, und zwei Teile in Gold. Auf der Weste haben wir wie so oft das Talent Energisch, sprich für die Überheilung, mit Lebenspunkte und Eile und Munition und Schusswaffenpunkte. Auf der Maske haben wir ebenfalls Schusswaffenpunkte mit Fertigkeiten Stärke und Schaden gegen Elite. Ja, Schaden gegen Elite ist im PvP ein bisschen sinnfrei, aber ich hatte keine andere passende da gehabt. Auf den Knieschonern haben wir auch wieder Schusswaffenpunkte mit Crit-Schaden und den diversen Widerständen. Der Rucksack ist mein einziges Teil mit Elektronikpunkten, Lebenspunkten und Entbranntwiderstand. Die Handschuhe haben das Talent Wild, wie soll es auch anders sein, also 7% mehr Crit-Chance an Zielen außerhalb der Deckung mit Rüstungsschaden, Crit-Schaden und Sturmgewehrschaden. Den Rüstungsschaden hätte ich lieber in Crit-Chance, aber ich hatte auch hier mal wieder keine passenden Handschuhe gerade griffbereit und hat auch so funktioniert. Und zum Schluss hier noch mein super duper Holster mit den totalen Max-Werten, die man, ja, ihr seht selber, Mistding. Egal, habe ich mir nochmal Eile draufgerollt, hat auch funktioniert, da werde ich das hoffentlich demnächst nochmal austauschen können. In die Rüstungslots habe ich Ausdauermods mit Fertigkeit Eile oder Fertigkeiten Stärke reingepackt und komme somit auf rund 200.000 Leben und erhalte 18% Eile. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich nochmal ein 1, 2, 3, 4 Ausdauermods gegen Waffenschadenmods austausche. Das muss ich mal schauen, wie das dann besser funktioniert oder vielleicht auch schlechter. Mal schauen. Kommen wir zu den Waffen. Hier nutzen wir wie gesagt zwei Sturmgewehre, einmal die Bullfrog und einmal eine M4. Die Bullfrog hat neben ihrem Haupttalent unkompliziert noch die Talente Tödlich und Brutal. Und genauso auch die M4 hat Tödlich und Brutal und dazu noch das Talent Zerstörerisch. Und ja, mir ist schon bewusst, dass Zerstörerisch im PvP jetzt nicht so wirklich der Burner ist, aber es schadet auch nicht. Und da ich ein Fan von Talenten bin, die immer an sind und nicht erst dann procken, wenn man eine Fertigkeit nutzt, behalte ich das so und auch das hat gut funktioniert. Die Waffenmods sind bei beiden gleich, also auf der Mündung haben wir Kopfschussschaden, Griff haben wir Crit-Schaden, ein erweitertes Magazin mit Feuergeschwindigkeit, beziehungsweise bei der Bullfrog haben wir hier Crit-Chance und Crit-Schaden, auf der M4 haben wir nochmal 5,6% Feuergeschwindigkeit plus Crit-Chance drauf und ja, weil das liegt daran, Geschwindigkeit ist im PvP alles. Und auf dem Visier haben wir nochmal 7,5% Crit-Chance mit Crit-Schaden und Kopfschussschaden. Und warum ich kein Geschwindigkeitsmagazin auf der Bullfrog habe, das liegt daran, weil mir die mit 900 SPM schon schnell genug ist. Kommen wir zu den Talenten. Da haben wir einmal taktischer Vorteil, Präzision, eine ist keine. Eine ist keine kann man auch gerne gegen Konter oder Rettungsmedizin austauschen. Das soll am besten jeder so machen, wie er es für seinen eigenen Spielstil am besten findet. Aber auf jeden Fall kann ich euch nur das Talent Ruhige Hände empfehlen, denn dieses tut den Rückschlag um 25% für 10 Sekunden verringern nach dem Aufsuchen einer Deckung. Und das ist natürlich sowohl für die Bullfrog als auch für die M4 eine
sehr angenehme Sache. Denn, wie wir hier sehen, als Beispiel, ich meine, gut, die meisten werden sowieso wissen, dass das M4 und die Bullfrog Wackelkandidaten sind, aber wie auch immer, wir schießen hier einfach mal geradeaus im Dauerfeuer und wir sehen, das Ding schießt nach oben, also zieht nach oben wie blöde, und wenn wir hier einfach gegen die Deckung hüpfen und das gleiche nochmal machen, ohne mit der Maus gegenzusteuern, bleibt für 10 Sekunden das Gewehr schön ruhig stehen. Und somit wäre das PvP Lone Star Set fertig. Durch den Zweierbonus vom einsamen Held erhalten wir 100% Munitionskapazität, sprich wir haben damit dann auch keine Munitionsprobleme, wenn wir mit zwei Sturmgewehren unterwegs sind. Der Dreierbonus geht halt leider ins Leere, weil der ist ja für Schrotflinten und für Maschinengewehre gedacht, aber mir ging es ja hauptsächlich um den Viererbonus, sprich nach dem Wechseln einer Waffe wird automatisch aufmunitioniert. Und Waffe wechseln geht halt schneller, als wenn man ein Magazin nachlädt. Und wie ich anfangs schon erwähnt hatte, habe ich das Ganze auch mit diversen Maschinengewehren getestet, aber das war nicht so der Bringer gewesen und von daher bin ich bei den Sturmgewehren geblieben, die auf jeden Fall das bessere Spielgefühl und den besseren Erfolg gebracht haben. Und bevor ich das Ganze noch vergesse, in die Nebenslots der Ausrüstung habe ich Selbstheilungsmod mit 6% reingelegt. Da könnte man jetzt auch die Crit-Schaden-Mods für den Scanner reinlegen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe halt gern die Selbstheilungsdinger drin liegen. Und ja, das war's. Jetzt kann ich euch nur noch empfehlen, das folgende Gameplay sich reinzuziehen und sich davon selbst zu überzeugen, dass das Ganze wirklich gut funktioniert. Die ein oder andere Aufnahme ist, glaube ich, ein bisschen am Ruckeln. Ich weiß nicht warum, da hat mein PC wohl ein bisschen rumgesponnen. Aber man kann es sich trotzdem anschauen. Und das war's dann auch wieder von mir. Ich bin raus, euer XEDX und ciao, ciao.